Hi, heute wieder ein Altbau-Vlog. Das Ding ist, ich bin jetzt so circa eine Woche nicht mehr hier gewesen, wegen Prüfung und so weiter. Bei Paul auf der Baustelle muss ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was machen, ein bisschen was filmen, aber ich kann halt nicht an zwei Standorten gleichzeitig bleiben oder sein. Das Ding ist, Tarek hatte mir auf jeden Fall über WhatsApp gesendet, dass er das hier bei der Garage im Endeffekt mit dem Garagentorantrieb selber hinbekommen hat. Der hat mir gesendet, wie er das einmal auf und zu macht, hat er wahrscheinlich da mit der Fernbedienung aktiviert und so weiter. Selbstverständlich kann man am Ende das dann auch noch so machen, dass man sich in der Garage einen Taster einbaut und ein Telefonkabel dann zum Garagentorantrieb hinführt. Den haben wir auf jeden Fall da oben. Ich mache mal an der Stelle kurz das Licht an. Auf jeden Fall kann man sehen, dass die Führungsschienen, die alten, so beibehalten worden sind. Des Weiteren muss der natürlich darauf achten, dass er hier die Entriegelung, die mechanische, abbaut, damit der Antrieb eben nicht gegen die mechanische Verriegelung arbeitet. Dann hat er sich das hier so hingebaut, damit Schrauben an der Decke fixiert. Provisorisch hat er jetzt erstmal hier die schon bestehende Mehrfachsteckdose genutzt. Natürlich wird am Ende an der Decke eine Aufputzsteckdose installiert werden. Mit Installationsrohren wird dann da die 230 Volt hingebracht. Und genauso sieht das Ganze aus. Hier an der Stelle kann man auch sehen, wie das hier am Garagentor angeschraubt worden ist. Und oben dann noch am Rahmen. Und das ist einfach nur die Stange, die das dann dahin zieht. Genau, so sieht das Ganze aus. Wird wahrscheinlich hier unten noch das Licht angehen und so weiter, diese LEDs, wenn man es dann betreibt, wenn er sein Signal bekommt. Gut, das mal gesehen zu haben. Ansonsten hat er hier noch ein paar Sachen geholt. Der will auf jeden Fall hier mit diesen Thermostatreglern für die Heizungen und so weiter arbeiten. Hat sich ein Yokari Abisolierwerkzeug geholt, sehe ich. Ein paar Hager-Leitungsschutzschalter sind da und so weiter, oder FI-Schalter auch. Ja, wie Helmut schon gesagt hat, einige probieren auch ein Stück weit die Elektroinstallation selber zu machen, spricht ja auch nichts dagegen. Und hier ist noch ein bisschen weiterer Stuff, den er sich geholt hat. Mache ich jetzt aber an der Stelle nicht auf. Flexkleber, noch irgendeine Großbestellung von Hornbach und so weiter. Da die ganzen Pakete, die wir letztes Mal ausgepackt haben. Und darunter ist auch noch ein Paket. Na, nee, das ist kein Paket, das ist dieses hier. Naja, alles klar. Dann würde ich mal an der Stelle das Licht ausmachen und dann mit euch reingehen. Ich wollte auf jeden Fall heute Schlitze fräsen und da habe ich auch was, was ich eigentlich jetzt für Paul auf der Baustelle gekauft habe. Zeige ich euch auch gleich, weil ich möchte da auf jeden Fall ein Video machen. Mit euch zusammen die Schaltzeichen und so weiter an der Wand anzeichnen bei Paul beim Neubau mit Forstkreide. Ich habe mir erstmal überlegt, entweder Markierungsspray zu nutzen oder Forstkreide. Mit Forstkreide kann man halt besser zeichnen, genauer zeichnen, ist auch witterungsbeständig und so weiter. Ah, hier hat er noch einen kleinen Baustrahler, sonst hat er hier alles so weit abgemacht. So sieht es aus, jetzt haben wir hier auch Platz, sehen die ganze Verrohrung. Oben darüber ist noch ein Badezimmer. Das haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Hier auch ein Durchbruch, die Wand, die ist halt mega schmal. Das Rohr liegt drin, hat er jetzt hier zugemacht. Ah, ist auch ein neues wahrscheinlich, was er hier aus Kupfer jetzt so gemacht hat. Weiß ich nicht genau, ob das alte oder das neue ist, aber auf jeden Fall ist hier zugemacht worden. So geht es dann nach oben. Da haben wir den Durchbruch, den er geöffnet hatte. Und sonst geht es hier unten direkt in den Keller rein. Da wollen wir ja auch die ganzen Zuleitungen reinziehen, die dann hier verteilt werden. Das ist eine Menge Arbeit. Ich muss noch gucken, wie ich mit den Zuleitungen dann im Endeffekt nach oben komme. So, jetzt ist hier schon ein bisschen Zeit vergangen. Das Ding ist, die Kartons in der Garage, die haben wir auf jeden Fall auch aufgemacht. Da gehen wir gleich hin, was sich da alles drinne befunden hat. Aber erstmal können wir sehen, dass ich hier schon angefangen habe, diverse Schlitze zu machen. Ich habe halt vorher angezeichnet mit der Kreide und so weiter. Gehen wir alles mal chronologisch ab. Erstmal sei gesagt, dass da, wo ich geschlitzt habe und aufgemacht habe, die Decke, da ist auf jeden Fall so, dass da ein Kamin ist. Die haben insgesamt zwei Schornsteine, die aus dem Keller kommen. Hier sieht man den Aufbau auf der anderen Seite.
Und ihm geht es halt einfach nur dazu, was natürlich auch verständlich ist, wegen der Temperaturentwicklung, dass da nicht unmittelbar die Isolierung bzw. die Leitung drinne liegt. Deswegen haben wir uns entschlossen, da an der Stelle hochzugehen, dann über die abgehangene Decke nach rechts bis circa zur Türzarge, wo der Kamin aufhört, und dann runtergehen, und dann kann man zum Schlitz weiter und zum Schalter im Endeffekt. Er hat zu mir gesagt, die Paneele, die werden weggenommen. Hier kommen wahrscheinlich dann Gipskartonplatten hin, die dementsprechend verspachtelt werden. Bedeutet, die Lampenleitung, die alte, kann auch komplett neu gezogen werden. Dann kann auf die Abzweigdose auf jeden Fall total verzichtet werden, was ganz gut ist. Ja, was soll ich noch sagen? Hier sehen wir einmal vom Schalter aus, dass ich da einen Schlitz gemacht habe nach unten. Dann hier nach rechts für die Steckdosengeschichte. Das war es dann auch an der Stelle. Hier in den Ecken kommt man natürlich mit der Schlitzfräse nicht hin. Da muss man dann dementsprechend aufstemmen. Dann gehen wir hier nach oben. Da, wie gesagt, einmal rum, zack, und dann runter, damit es da weitergeht. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir Doppelwechselschaltung haben. Bedeutet im Endeffekt, dass ich 2 5-Wattrige von dem Schalter zu dem Schalter machen muss, kann jetzt natürlich nicht hochgehen und dann nach rechts und da durch den Kamin durchbohren. Und die andere Alternative wäre auch zu extrem, wenn ich hier hochgehen würde und dann einmal komplett den Raum ringsherum, da kann man Durchbruch machen, und dann müsste ich aber hier einmal komplett rüberschlitzen und die ganze Leitung dann dementsprechend da bis zum Schalter hinlegen. Nein, deswegen, ich werde hier hoch mit der Leitung bis zur Abzweigdose etwa, dann Durchbruch machen in Flur. Dann komme ich an der Stelle raus, gehe mit der Leitung dann hier hin, schlitz mir eventuell noch nach da und kann dann dementsprechend hier durchbohren, sodass ich da oben rauskomme und die Leitungen dann dementsprechend in den Schalter hinziehe. Hier werde ich dann die Lampenleitungen, die beiden hinmachen, einmal hier vom Wohnzimmer und doch von dem Nebenraum. Und in dem Schalter mache ich die Zuleitung hin und die beiden werden mit 5-Wattrigen zweimal jeweils verbunden. Dann habe ich auch hier an der Stelle natürlich einmal hier den Schlitz gemacht, um da oben zu schlitzen. Hier war ja diese Gardinenabhängung, sage ich mal. Hier sieht man die, habe ich einfach mit einem Hammer abgeschlagen. Das kommt natürlich auch weg, aber dann konnte ich hier ganz bequem einmal den Schlitz machen. Hier geht es runter zu dem Schalter für die Lampe, wo das Lampensymbol drauf ist, runter zur Steckdose, und dann muss da ein Durchbruch gemacht werden, zack. Und da muss ich dann vorsichtig stemmen, da konnte ich halt mit der Schlitzfräse nicht hin, wegen den Rohren. Und hier muss auch gestemmt werden, weil ich da auch nicht, wenn ich die umdrehe, hat eben der Staubsaugerschlauch gegen die Decke gedrückt, deswegen schafft man das nicht da so, muss gestemmt werden. Ist halt so im Altbau, dass man hier waagerechte Schlitze hat, weil eben Estrich und Fertigboden schon da ist und Decken, nur wenn die abgehangen werden, kann man darüber gehen. Könnte man theoretisch jetzt in dem Fall machen, aber die Leitung muss sowieso gelegt werden, wegen der Außenbeleuchtungen durchgebohrt werden. Hier runter, weil die Steckdose beibehalten wird, bloß eine neue Leitung bekommt. Dann hier weiter, einmal hier runter zum Kontrollschalter. Und dann aber noch, weil das bequemer ist, unten zu schlitzen, habe ich dann das hier unten gemacht. Und hier kommt sowieso noch eine Vierfachsteckdose hin. Und dann muss ich da noch weiter schlitzen. Und dann geht es nach oben zum Schalter bis zur Abzweigdose. Und. Ihr seht viel Arbeit. Gerade im Altbau mit waagerechten Schlitzen, mal unten, mal oben. Probiere immer die Installationszonen beizubehalten. Und oben können wir auch kurz hingehen, da ist eigentlich nicht wirklich was Neues passiert, außer dass an der Stelle die Türen alle weg sind. Hier kann man das sehen, hat man schön viel Platz, ist auch auf jeden Fall alles schön aufgeräumt hier oben. Sonst die Räume, die sehen natürlich immer noch aus so wie vorher. Badezimmer weiß ich gar nicht, wäre schön, wenn man hier noch Steckdosen installieren würde, aber ich glaube, er möchte die Fliesen so beibehalten, weil es auch relativ gut aussieht und alles Mögliche, so dass es nicht neu gemacht werden müsste. Hier hat er eine Steckdose. Muss man aber absprechen, ob hier neu gefliest wird. Dann könnte man hier noch Steckdosen hinmachen und mit Beleuchtung arbeiten, weil momentan nur Spiegelschrank beleuchtet ist. Hier oben über der Vertäfelung hat er kein Kabel für eine Lampe. Und dann gehen wir jetzt nochmal in die Garage und schauen, was sich in den Kartons befunden hat. Genau.
Habe, wo wir hier in der Garage gewesen sind, mit ihm noch darüber gesprochen, dass ich ihm auf jeden Fall zwei Taster noch, also die Kabel lege für die Taster, also eins hier neben Garagentor, wenn man hier reinkommt, und einer noch hier an der Tür, da rechts an der Seite, genauso wie eine Wechselschaltung für die Lampen, ein Schalter da und ein Lichtschalter da, wo der gerade ist, bloß dann halt neu. Und ja, genau, das hatten wir schon noch ganz gut mit Bluetooth-Verbindung beispielsweise, geht auch mit Handy auf und zu machen. Und sonst, ja, Feuerlöscher waren hier drei Stück drin für ihn, Flexkleber, drei Bewegungsmelder, die Röhrendinger, die kennt ihr noch, die Leuchtstoff, die LED-Wannleuchten. Dann haben wir hier 6 Quadrat, dann haben wir noch 5x15, 3x15 und darunter ist auch nochmal 3x15, also die ganzen Leitungen, die gezogen werden müssten. Da haben wir die ganzen Unterputzdosen. Kombination hat er gemacht. Das sind die kurzen und das sind die tiefen. Hier hat er nochmal Tiefe. Ja, kann man auch verbauen, mache ich eigentlich selten jetzt heutzutage. Aber gut, kann man für Steckdosen nutzen, wo man halt nicht so viele Anklemmmöglichkeiten nötig hat. Des Weiteren, hier hat er sich Klappvagus geholt. Steckvagus hat er auch, irgendwie habe ich drinnen gesehen. Dann hier CEE-Dosen mit Schutzkontaktstecker. Die Heizthermostate habt ihr ja gesehen. Hier noch ein paar Einfachrahmen. Komischerweise bei den Steckdosen, die ich letztens gezeigt habe von Jung, da hatte er Einfachrahmen sogar dabei. Normalerweise kenne ich das einfach nur, dass Steckdosen ohne Rahmen geliefert werden. Deswegen habe ich zu ihm gesagt, dann werden dir übelst viele Einfachrahmen überbleiben. Aber gut, hier hat er noch Einfachrahmen. So wäre dann an der Stelle gar nicht nötig, weil die Steckdosen wurden mit Einfachrahmen alle gesendet. Das hatten wir, hatten wir. Hier kamen dann noch diverse Schalter, ganz normale Wechselschalter. Hier die Doppelwechselschalter von Jung und auch noch hier mit Lämpchen, Kontrolllampe. Hier haben wir den Neutralleiter, da sieht man das. Hier habe ich zu ihm gesagt, das sind die falschen Phasenschienen. Der braucht auf jeden Fall die von Hager. Das sind jetzt die von ABB. Dann hier TAE Unterputz und dann, das ist ein Aufputz. Die wäre nicht nötig gewesen, machen wir Unterputz mit einem Jungrahmen. Gut, und sonst ist hier noch ganze Wippen hier, die Wippabdeckungen für die Schalter. Und darunter sind auch nochmal Aufputzsteckdosen, zweifach. Kabelbinder hat er sich geholt. Ja, so viel dazu. Ja, schade, dass mittlerweile so früh dunkel wird. Das Ding ist, ich wollte heute noch kurz auf die Baustelle gehen, bevor die Betondecke kommt. Um nochmal ein kleines Zwischenupdate zu geben und so weiter, musste ich auf jeden Fall gleich machen. Des Weiteren komplett lustige Geschichte. Das Ding ist, die Leute waren ja bei uns wegen Glasfaser und so weiter. Und einer von denen wollte auch meine Visitenkarte haben, habe ich ihm gegeben. Und heute bekomme ich einen Anruf von einer aus meinem Ort. Die hat zu mir gesagt, ja, die von Glasfaser waren hier und die haben mir gesagt, dass sie Leerrohre verlegen können bezüglich der Glasfaserleitung, die dann eben ins Haus zum Router geführt wird und so weiter. Habe ich zu ihr gesagt, ja, kann ich machen, morgen Besichtigung dann um 10 Uhr und dann wieder hier auf die Altbaubaustelle, Samstag dann. Und ja, sonst, Montag kommt die Betondecke, will noch ein paar Sachen da machen, aber ich schaffe alles nicht. Jetzt gucken wir kurz nochmal hier. Das Ding ist, ich habe jetzt schon angefangen hier im Flur zu schlitzen. Ich werde euch auf jeden Fall auch keine Malheure versteckt halten. Also hier war ja schon quasi ein Schlitz, bin nur noch mal kurz reingefahren, kann da ein bisschen noch was ausstemmen. Dann hat mich hier die Kraft ein bisschen verlassen, so dass ich dann noch mal schlitzen musste, aber gegebenenfalls müssen da sowieso ein paar mehr Leitungen ziehen, habe ich schon mal einen breiteren Schlitz auf jeden Fall. Und sonst habe ich jetzt angefangen, ja, das geht halt bis dahin. Und dann muss ich da noch weitermachen und dann runter zu Steckdosen und TAE-Dose. Apropos TAE-Dose und das mit der Heizung, was hier an der Stelle hinkommt. Das Ding ist, das kommt aus dem Keller. Erstmal hatte ich mir hier mit dem gelben Marker
angezeichnet, dass ich hier hochschlitze. Verläuft aber sowieso Kamin. Nee, Kamin fängt erst hier an, an der Stelle. Aber trotzdem ziehen wir die Leitungen runter und gucken dann, wo wir hochkommen. Einmal bohre ich dann hier ein Loch runter, damit ich da das Heizungskabel hochlegen kann. Ist dann auch auf jeden Fall lang genug und alles Mögliche. Und TAE-Leitungen ziehen wir auch runter. Und dann orientiere ich mich hier an die Heizungsrohre, wo die hochgehen. Die kommen ja hier aus dem Keller, die beiden Heizungsrohre. Und dann weiter links messe ich mir ab, dass ich da hoch muss. Und dann wird hier irgendwo in dem Bereich die TAE-Dose gesetzt. Des Weiteren habe ich hier schon angefangen zu stemmen, wie man sehen kann. Da muss ich jetzt mit der Leiter nach oben, um hier den Rest auszustemmen. Ich habe auf jeden Fall da oben, bin ich einmal runtergegangen und versuche auch gleich sauber zu arbeiten, damit es auf jeden Fall tief genug ist an der Stelle. Hier unten führt sich das auch so weiter. Die Ecken sehen dann dementsprechend so aus. Da ist auf jeden Fall auch Platz. Und so stemme ich mir das hier an der Stelle alles frei. Genau. So, dann fahre ich jetzt auf die andere Baustelle. Kurzes Zwischenupdate aufnehmen. Wollte eigentlich auch noch mit der Kreide malen und alles Mögliche, aber das schaffe ich jetzt nicht, solange es noch hell ist. Das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.